Hallo und willkommen bei Risen 3 Titan Lords. So allmählich komme ich, glaube ich, nicht mal drum rum, mich zu entscheiden für irgendwas. Ah, ich weiß, ich glaube, ich habe mich für diese Fraktion, habe ich mich in Risen 2 schon entschieden. Für die Eingeborenen oder Einheimischen, wie ich das lieber nenne. Was soll ich machen hier? Inquisition oder Magiere? Da ich mache Inquisition, dann nehme ich einfach den Begleiter hier mit. Das ist schade, dass ich die knackige Seemannsbrautschwester von ihm nur so kurz mitnehmen konnte. Ich glaube, wenn die Grafik noch besser wird, dann wird er bestimmt schwindig beim Spielen. Ne? Noch mit VR. Dann bekommt man so eine Begleiterin mit so starken Hupen an der Seite. Da wird dann bestimmt total schwindig, wenn man das spielt. Kann nicht sein, hat die Hupen, die Alte. Welch eine Qual, das zu spielen. Als Hardware bekommt man dann noch so eine Büste mit Hupen dran. Da kann man die Hupen dann noch richtig plastisch berühren und durchkneten. Meine Güte, der Hupensimulator. Jetzt neu. Die Hup-Mibos, die man dazu kaufen kann in verschiedenen Hupengrößen. Hallo Alter, wie geht's denn so? Wegen deiner Krieger. Cyrill hat die Toten im Norden bestattet. Gut, ich bin froh, dass wenigstens er zurückgekommen ist. Verdammt. Dann reicht das immer noch nicht. Oh, er macht ja auch wieder den Moonwalk. Guck mal, Alter, ich tanze dir an vor, den Moonwalk. Gehen ohne voll. Vielleicht. Ich glaube, das ist so ein Laufband, was er drunter hat. Das ist aber so getarnt. In der Tarnvorrichtung der Klingon ist das Laufband ausgestattet, damit dir auffällt, dass der hier heimlich trainiert bei der Arbeit. Das kann doch nicht sein. Der trainiert Laufbandtraining während der Arbeit. Das darf nicht sein. Deswegen ist das auch getarnt in der Tarnvorrichtung. Wo könnten denn noch die anderen Krieger sein? Wo war ich denn noch nicht? Das hier vorne sieht mir auch so unbekannt aus. Da komme ich ja sowieso nicht über die Lava drüber. Da auch nirgendwo. Leider kann ich mich auch nicht hier drüber glitschen, aber hier drüber schwimmen, das geht auch nicht. Ich meine Brille wieder irgendwo rumliegen, das kann doch nicht sein. Ich muss mal eine Brille holen. Ich sehe doch nichts auf dem Teil hier. Ja, wo ist meine Brille? Der Lippo ist doch blind. Der Lippo ist doch blind. So, aufsetzen hier. Was ist denn das Komma hier? So, weiter geht's.
Wo bin ich denn? Wenn ich jetzt hier rechts, dann im Bogen rum und dann rechts. Deine Spitzen Let's Plays. Der Let's Player ist mitten im Let's Player Messenger. Geht mitten im Let's Player auf Twitch. Ich muss ja wirklich mal gucken, wie ich das pausiere hier. Ich habe sogar mal gemacht, das ist aber schon Jahre her. Da habe ich Internetschach gespielt. Da habe ich eine 2-Minuten-Partie, war das glaube ich sogar. Oder eine Minutenpartie. Ich glaube eher 2 Minuten oder 3 Minuten. Der hat mitten in der Tür, mitten in der Partie an der Tür geklingelt. Da bin ich noch zur Tür gegangen, habe die Tür aufgemacht, bin wieder zurück und habe die Partie trotzdem noch gewonnen. Ich glaube, das war tatsächlich eine Minutenpartie. Guck mal, der will in die Lava laufen, kommt aber nicht hin. Bin am Schimmel, kommt denn da? Ne, ich glaube nicht, dass das da eine Höhle ist. Das ist wohl eher. Ach, der Baum. Das sieht auch sehr schön aus hier. Den Hängeblättern. Was auch immer das für ein Baum ist. Der Hängeblätterbaum. Hier haben wir den Geist, den das die Brosche zurückgegeben. Schwierig. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Stark, du hast den Tod verdient! Ach, hier war ich auch schon. Ups. Man sieht richtig, dass hier nicht sehr viele Leute daran mitgearbeitet haben. Aber man muss allerdings dazu sagen, dass bei Assassin's Creed auch sehr viele NPC-Klone rumlaufen. Vor allem bei Syndicate ist mir das aufgefallen. Geht's ja nicht lang. Warum hat er sich jetzt gedreht? Da dreh dich doch nicht um, Alter. Wo bin ich denn jetzt da laut Karte? Ach da, ich bin eh in der Sackgasse drin. Bei Syndicate ist mir das aufgefallen. Da gab es so, so Leute mit Glatze, so etwas muskulöser. Und der ist dann, da sind aber sehr viele Klone von rumgelaufen, teilweise sogar zu zweit. Das ist dann besonders aufgefallen. War ich hier schon in diesen, da war ich doch bestimmt schon drin. Wenn er ein Skelett ist, war ich da aber noch nicht drin. Warte mal, ich muss erstmal hier. Dann war ich hier doch noch nicht drin. Das ist deswegen finde ich das so gut hier. Jetzt kann ich nicht weiter zurückweichen. Nein, hier war aber viel Munition dafür. Ja, da hört schon mal aus, die Skelette. Das ist ja unnatürlich. Ist ja nicht normal, dass die Skelette da so viel aushalten. Keine Sorge, ich komm schon. Einer ist immer der Stärkere, so ist das nun mal. Aus dieser Mine wird die Grundlage für den Krieg gewonnen. Eisen.
Riecht so, als würde er hier schon länger liegen. Armes Schwein. Reise ohne Wiederkehr. Oh, wieder Gold. Sehr gut. Lass mal die Hütte leer klauen. Erstmal den. Und jetzt müsst ihr einmal durchziehen können. Genau. Kein Problem für die Lippo. Für den gekonnten Schlossknacker vom Herrn hier. Spitzhacken muss ich auch noch haben. Jedenfalls ist das Abenteuer dann beendet. Denn. Zusammen sind wir stärker. Und das Problem ist ja, was will man die denn auch mit diesen Dialogen hier, was will man die denn sagen lassen, dass sich das nicht ständig wiederholt? So viele Phrasen können die gar nicht machen, dass sie sich ständig wiederholen. Dann hätte man wohl eher noch das Problem, dass die... immer wohl eher das Problem, dass die plötzlich Phrasen dreschen würden, die gar nicht zum Thema passen würden. Er benutzte eine Krabbenschale als Behälter für seine Experimente. Eines Tages war die Krabbenschale unzerstörbar. Also machte er sich auf zur Krabbenküste und wollte dort so lange bleiben, bis ihm der Geniestreich erneut gelingen sollte. Die Krabbenschale soll er in seiner Truhe aufbewahrt haben. So, so. Dann habe ich die bestimmt schon. Ich weiß nicht, was ich auch so die Truhe hier. Einmal hin und einmal zurück. Oh, das wird Neues. Hin, zurück und hin. Die Krabbenschale sehe ich da aber nicht. Dann habe ich die bestimmt schon aus der anderen Truhe. Ah, hier. Unzerstörbare Krabbenschale nenne ich das. Tschüss, bis zum nächsten Mal.